Kapitel 2 Begegnung mit Pikachu. Freunde, willkommen zurück zu Pokémon Super Mystery Dungeon. In Planas Begleitung haben wir jetzt endlich das Dorf Ruhenau erreicht. Da wären wir. Das ist mein Haus. Ja, von außen schon ganz nett. Etwas spartanisch eingerichtet, aber okay. So, bitteschön. In diesem Zimmer kannst du schlafen. Fühl dich ruhig wie zu Hause. Und ansonsten, hast du schon eine Idee, wie es für dich weitergehen soll? Klammer auf, Punkt, 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 Klammer zu. Ich zermartere mir den Kopf, warum diese Megalon es auf dich abgesehen hatten. Aber irgendwie kriege ich davon nur Kopfschmerzen. Naja, vielleicht lernt sich das ja alles, sobald du dich wieder an irgendwas erinnern kannst. Solange kannst du jedenfalls erstmal bei mir bleiben. Passt, oder? Passt schon. Übrigens, erzählt den anderen im Dorf besser mal nichts über den Megalon. Das schürt nur Angst. Mal sehen. Sind die so berüchtigt, so verhasst? Also so. Mal sehen. Du siehst alt genug aus, um zur Schule zu gehen. Ich melde dich dort besser an. Alles andere würde bloß zu Gerüchten führen. Ich würde sagen, das handhaben wir fürs erste Mal so, okay? Am besten kümmere ich mich gleich um die Formalitäten. Bis ich wieder da bin, bleibst du schön hier im Haus, okay? Sag einfach, okay. Nein, ich mein's ernst. Nicht nach draußen gehen, nicht zum Spaß und auch nicht aus Versehen. Doch. Doch. Oh, irgendwas passiert? Huch! Was war das eben für ein Geräusch? What the? Uah! Raschel, raschel. Raschel, raschel, raschel. Ein Traschel ist das, definitiv. Da draußen ist irgendetwas. Sind das etwa die Megalon? Ich dachte, wir hätten sie abgehängt. Ja, da müssen wir rausgehen, ne? Wir müssen ja Haus und Hof verteidigen. Der hat nur zwei Räume und der eine Raum ist jetzt unser Schlafplatz. Keine Musik, gar nichts. Die Spannung am ist im Kochen, ey. Niemand zu sehen. Aber ich muss weiterhin auf der Hut sein. Habt ihr das gesehen? Instant. Wusste ich's doch. Wie soll ich den denn synchronisieren? Sie sind ja immer Partnerinnen. Soll ich die weiblich machen? Eigentlich nicht. Wah! Meine Augen haben mir also doch keinen Streich gespielt. Ich hab dich gerade eben mit Planas hineingehen sehen. Wo kommst du her? Wie heißt du? Oh, mein Name. Ich bin Pikachu. Opa und ich wohnen ganz in der Nähe. Gleich dort, um genau zu sein. Und woher kommst du? Bist du vielleicht der Sohn von Planas? Nee, unmöglich. Du bist mir erst mal hier, stimmt's? Dann fürchte ich gleich mal im Dorf herum. Komm mit. Was? Ich darf nicht rausgehen. Ach ja, wie heißt du eigentlich? Warte, habe ich das schon gefragt? Nee, oder? Ein sehr aufgewecktes Wesen. Ob das sich wohl unterscheidet von Pokémon zu Pokémon als Partner? Ich denke mal schon. So ein Chelast würde niemals so einfach so umher tollen. Ah, Let's Play Markus heißt du also. Da fragst du die Löcher in den Bauch und gib dir nicht mal Zeit zum Antworten. Tut mir leid. Sag mal, ich stehe auf die Nerven. In Wahrheit hältst du mich bestimmt für eine riesige Nervensäge. Habe ich recht? Wäre ich Miltank, wäre ich wohl zu muselig. Du weißt schon, weil Miltank Mu macht. Das war ein Witz. Ich das Schenkelklopfer. Na, hast du ihn verstanden? Bisschen was von Stefan Raab. Aber zurück zum Thema. Tata! Wir befinden uns hier genau in der Mitte von Ruhenau. Auf dem Dorfplatz, genauer gesagt. So viele schöne Pokémon hier am Start. Nice! Ursaring. Es war recht überschaubar, aber hier findest du alles, was du im Alltag brauchst. Dort drüben steht die Lagertruhe. Darin kannst du Items und Geld verstauen oder dich wieder an dich nehmen. Daneben ist der Kekleon-Laden. Du kannst allerlei Items kaufen. Aber wenn ich das jetzt alles runterleiere, kannst du es eh nicht merken, oder? Dann doch lieber eins nach dem anderen. Fangen wir am besten an mit... Hey, Pikachu! Oh, Lombrero, grüß dich! Ah, grüß, ja. Ach, deswegen, der ist so ein bisschen... Espanol, deswegen kommen auch die Ausrufezeichen. Das ist ja, wann so ein Satz anfängt und endet. Hier steckst du also. Das Chaos mit Pinguinuero. In meinem kleinen Lotus-Teich hast du angerichtet, oder? Was? Das ist alles ganz anders, als du denkst? Ich war doch bloß auf der Suche nach ein bisschen Nervenkitzel. Pikachu, bleib's denn. Oh, Hippopotas.
Hör mal, das war's Tortu, die neulich in meine Höhle reingebrochen ist, stimmt's? Du hast den Schatz gebumst, der da drin war. Nein, nein, ich hab grad einen Dungeon erkundet und normalerweise erhält man am Schluss daran ja eine Belohnung, oder? Also hab ich verflixt und zugenäht Pikachu. Oh, Opa. Das ist der Opa? Oh, Senor Caripas. Na gut, wenn's der Opa ist. Hier treibst du dich also rum. Du kannst nicht nur immer spielen. Machst du die Hausarbeit etwa von allein? Opa, ich kann es nicht lernen, ich. Und von den Sinnelbeeren in meinem Garten hast du auch schon wieder genascht. Nein, mein Ehrenwort, das war ich nicht. Und ob du das warst? Wenn ich dir doch sage, dass ich es nicht war. Sei wenigstens ehrlich und gib zu, dass du sie gefuttert hast. Ja, okay, du hast recht. Die war nicht lecker. Klammer auf, Punkt, 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 Klammer zu. Das sagt schon sehr viel aus, finde ich, ne? Dorfbewohner. Ich habe Pikachu entdeckt. Da drüben ist sie. Alle mal herhören. Wir haben Pikachu gefunden. Na, da hätte ich vielleicht sogar doch Indivier nehmen sollen, wenn es immer darum geht, dass es weiblich ist. Na, was soll's, zu spät. Was? Versuche es gar nicht, davon zu laufen. Wir kriegen dich ja sowieso. Bleib sofort stehen. Stomp, 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 trampel, trampel. Okay, Pikachu sorgt ja nur für Ärger. Klammer auf. Punkt, Punkt, Punkt. Klammer zu. Was in aller Welt war das denn gerade? Sie hat mich einfach stehen lassen. Aber wenn ich schon mal hier bin, kann ich mich auf dem Dorfplatz ein wenig umschauen. Außerdem sind alle Dorfbewohner weg. Ich kann einfach einbrechen und ihr Hab und Gut entführen. Hinweis! Im Dorf kannst du mit X das Menü öffnen und dein Spiel speichern. In einem Dungeon kann das Spiel schon mit Hilfe eines Speichergeräts gesichert werden. Eines Speichergeräts? Was willst du? Speichern. Warum nicht? Machen wir für die Quote einfach mal. Speichern, fortsetzen. Nice one. Gibt wohl leider nur einen Spielstand. Das finde ich ein bisschen schade mal wieder. Hi. Wrestlerado. Wrestladero. Ja, Ash hat sogar so einen gehabt in der 5. Generation, ne? Hey, Kleiner. Du bist doch ein Kind, oder? Das habe ich sofort erkannt. Ich bringe braven Kindern Attacken bei. Zack, bumm. Ist so eine Art Hobby von mir. Leider hält sich die Unterstützung meiner Fans, die überall her sind, noch in Grenzen. Dauert also noch ein bisschen, bis ich meinen Laden aufmachen kann. Bedauere. Aber keine Sorge, wenn meine Fans mir erstmal den Rücken stärken, dann geht's los. Bis dahin muss ich jedoch erst noch gedulden. Aber es wird sich lohnen. Zack, bumm. Sehr interessant. Kann ich baden gehen? Ich bin noch ein Shiggy. Oh, was haben wir hier Feines? Irgendwas geht ab. Zwischensequenz. Huch, was ist denn da los? Was sagst du da? Miss Cora ist wirklich alleine losgegangen? Jep, er hat darauf bestanden. Leg mich nicht an, Schnuthelm. Ich weiß ganz genau, dass du Pam Pam und ihn dazu angestiftet habt. Das ist gar nicht wahr, Seso Kids. Er ist aus eigenem Willen gegangen. Echt jetzt? Von wegen. Ich weiß so ganz genau, dass ihr Miss Cora immer hänselt. Wenn ihr so weitermacht, geschieht irgendwann auch ein Unglück. Ist ja schon gut. Werde ich gleich so wütend. Bring mich zu ihm. Auf der Stelle. Dürfen wir irgendwie helfen? Nee? Dackeln wir einfach hinterher? Sind die beiden vielleicht Kinder aus dem Dorf? Ich müsste zugeben, was da passiert ist. Lagertruhe. Sehr schön. Items, Geld. Erstmal nicht, oder? Hallo, Kekleon. Ui, ein Kunde. Tritt näher, tritt näher. Moment, du bist ja ein Kind. Nicht, dass das jetzt ein Problem wäre. Wer bezahlt, ist bei mir immer willkommen. In diesem Sinne, herzlich willkommen im Kekleon-Laden. Wie kann ich behilflich sein? Sieh ich in aller Ruhe. Was können wir denn kaufen? Äpfel für den Hunger? Mini-Belebersam? Ja, ist ja schon mal ganz nett, aber so viel Pokédollar habe ich gar nicht. Speichergerät. Ah. Ermöglichen dann schon das Speichern eines Spielstands. Kann ich noch anderweitig behilflich sein? Man muss sich kaufen, dass man speichern darf. In Dungeons. Das ist ein bisschen hart. Das finde ich echt hart. Aber dafür werde ich sparen. Weil ich ja nie weiß im Let's Play, wie das abläuft. Ich mache mir Gedanken wegen der Kinder von eben. Den beiden Folgen. Eigentlich könnte ich mich noch umschauen, aber ich folge denen einfach mal. Was? Er ist immer noch nicht wieder zurück? So sieht's aus. Er lässt sich ganz schön Zeit. Ziemlich peinliche Nummer. Wundert mich irgendwie gar nicht. Er hätte sich einfach eingestehen sollen, dass er alleine das niemals hinkriegt. Aber nein, er muss erst mal aufreißen und sagen, dass er es schon schafft. Er wollte uns unbedingt zeigen, dass er den nötigen Bumm hat. Tja, das hat er nun davon.
Wahrscheinlich hockt er zitternd und heulend irgendwo im Wald. Ist ja nicht unmöglich, Pampam und Schnuthelm. Miss Cora ist doch jünger als wir. Wenn er so großspurig daherredet, ist er doch selber schuld. So lernt er wenigstens schon mal, dass das Leben kein Zuckerschlecken ist. Und was, wenn ihm irgendetwas passiert? Hast du mal daran gedacht? Also ich gehe ihn jetzt suchen. Das ist ja wirklich mit den Kindern irgendwie, ne? Auf keinen Fall, du darfst da nicht rein, Sisukids. Du bist zu wichtig. Was, wenn dir etwas passiert? Du bist doch unser Star. Wir können nicht zulassen, dass du dich in solche Gefahr begibst. Soll das ein Witz sein? Na gut, dann geht ihr eben und sucht ihn. Du willst, dass wir da reingehen? In den gruseligen Wald? Nee, da habe ich echt keine Lust drauf. Und das sage ich nicht etwa, weil ich Angst habe und um das mal klarzustellen. Nicht, dass du ein falsches Bild von mir kriegst, okay? Hm? Wer bist du denn? Dich sehe ich hier zum ersten Mal. Schicke, 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 schicke. Woher kommst du? Aus unserem Dorf bist du jedenfalls nicht. Was ist? Kannst du auch sprechen? Wenn du nicht mit uns sprichst, wissen wir auch nicht, was du von uns willst. Was mache ich bloß? Ich habe ja mitgehört, was sie da eben besprochen haben. Ich könnte dir durchaus anbieten, nach diesem Viscora zu suchen. Ja, warum nicht, ne? Ja, ich kann es echt nicht einfach ignorieren. Ich mach das. Was? Du willst für uns in den Wald gehen und Viscora suchen? Bist du sicher? Du weißt schon, dass der Wald total gruselig ist. Also, wenn du es unbedingt machen willst, dann tu dir keinen Zwang an. Aber auf deine Verantwortung. Komm nachher bloß nicht an und heul uns voll. Traust du dir das auch wirklich zu? Na gut, dann ist die Frage wohl, wo genau Viscora in den Wald eigentlich hin wollte. Allzu tief sollte er sich eigentlich gar nicht reingewagt haben. Wenn man ein Stück in den Wald hineingeht, liegt irgendwo ein großes Blatt Papier rum. Ein Blatt Papier? Als Pampam und ich den Wald neulich schon mal erforscht haben, ein bisschen erforschen wollten, hatten wir das zum Draufsitzen dabei, um mal ein Päuschen machen zu können. Leider sind wir dann plötzlich von ein paar fies aussehenden Pokémon überrascht worden. Mann, ihr hättet Pampams verzerrtes Gesicht sehen wollen sollen. Allein die Erinnerung daran, das war echt zum Brüllen. Okay, es läuft also darauf hinaus, dass ihr dieses Papier da habt liegen lassen, oder? Dann habt ihr wohl Viscora losgeschickt, um es zu suchen? Ja, wir haben ihm gesagt, er soll seinen Namen draufschreiben und uns dann bringen. Wenn er das hinkriegt, sollten wir ihm quasi bescheinigen, dass er ordentlich Mumm hat. Oh weh, ich denke, du bist jetzt im Bilde. Willst du nach wie vor wirklich helfen? Ich geh einfach vor. Pass bitte gut auf dich auf! Gruseliger Wald U1. Abenteuer-Tipp, mache eifrig Gebrauch von den Items, die du in Dungeons einsammeln kannst, um brenzlige Situationen heil zu überstehen. Ein kurzer Drück auf B genügt, um einen Blick auf deine Items zu werfen. Probier es am besten gleich mal aus. Was? B? Ah, ein kurzer. Ich habe länger gedrückt. So können wir einfach an die Sachen ran. Wieder geschoben, werden das Pokémon in Blickrichtung dessen benachbarte Pokémon. Mit Ausnahme des Trägers. An einen anderen Ort gebracht. Gut, gehen wir erstmal los. Abenteuertipp. Ist ein Pokémon ein Plosivsamen, geht eine explosive Druckwelle von ihm aus, mit der es einem Gegner vor großem Schaden zufügt. Mit dem es einem Gegner vor ihm großen Schaden zufügt. Drücke B und öffne das Itemmenü, um es mal zu probieren. Moment. Ach hier, Plosivsamen. Fügt nach dem Verzehr den Gegner direkt von Anwender einen. Sie im Angriff großen Schaden zu. Muss wahrscheinlich. Nee, Moment. Werfen? Essen? Ah, Darm hier, Blacks, wurde besiegt. Der Magen wurde vollständig aufgefüllt. So lobe ich mir das. Schwingst du einen Schlafzweig, geht eine mysteriöse Kraftlinie auf, die den Gegner, auf den sie trifft, einschlafen lässt. Items aus der Gruppe Zweige können mehrmals eingesetzt werden, bevor sie aufgebraucht sind und verschwinden. Wozu sollte ich das tun? Benutzt du einen Erstarr-Orb, kannst du damit Gegner erstarren lassen und somit handlungsunfähig machen. Dieser Effekt stellt sich allerdings nur bei Gegnern ein, die sich im selben Raum wie du befinden. Aha. So. Ich will nicht jedes Item, was ich aufsammle, irgendwie nochmal erklärt werden muss. Sonst ist es so viel Input, liebe Entwickler. Zwei Gegner, das könnte brenzlig werden. Benutze in so einer Situation einen Erstarr-Orb, um mehrere Gegner auf einen Schlag handlungsunfähig zu machen. Solltest du keinen haben, gehst du besser den Weg zurück.
Echt jetzt? Ich probier's einfach mal, das ist wohl prädestiniert. Versteinert alle Gegner. Verwenden. No, ihr Käufwaffs. Wenn ich euch jetzt trotzdem angreife, darf er auch. Okay, das wollte ich wissen, das wollte ich wissen. Jetzt kann ich die nacheinander bearbeiten. Na, verdammter Sandwirbel. Bislang hat er ja nichts gebracht. Das erste Käufwaff ist besiegt. In der Tat, zwei dieses Kalibers hätte uns wehtun können. So, da. Haha! Verdammt, da habe ich auch dagegen, ja, was soll's. Sehr schön. AP verbrauchen vor dem Win. Jetzt kann ich mich hier normalisieren, so lobe ich mir das. Ist schon ganz nice. Das Spielsystem an sich. Jetzt bin ich dem natürlich vor die Linse gelaufen. Und er hat den Erstangriff. Schnabel. Halt den Schnabel. Schwalbini. Warpzweig. Immer vorsichtig, aber der Weg ist auch noch recht linear. Pantimos. Pantimos, ernsthaft? So, auf ihn. Besiegt. So, ein schwaches Pantimos. Na denn. Weiter. Weiter, immer weiter. Gruseliger Wald U2. Da haben wir Blacks, Blacks. Wenn du einen Dungeon scheiterst, verlierst du deine mitgeführten Items und dein Geld. Da haben wir Blacks, Tackle. Ah! Das sind jetzt wieder zwei. Eigentlich hätte ich... Ihr wisst schon. Steuerungshieb. Ist sehr effektiv. Dann mach ich das lieber nochmal. Oh oh. Nur noch wenige KP. Ich kann eine Siedelbeere essen, um einen Teil wiederherzustellen. Dann lass uns das tun. Wir haben ja genug davon. Nomsky. Vollständig regeneriert. Und der Magen ebenfalls. Sehr schön. Ja, die dürfen beide angreifen. Das ist gar nicht gut. Wenigstens ist das sehr effektiv. So. Okay. Okay. Kannst du ruhig machen. Tschüss, Mann. Macht schon Spaß. So, ich kann jetzt durchs Wasser, aber mich würde echt interessieren, was, wenn ich ein anderes Pokémon statt einen Wasserstarter gewählt hätte? Hätte ich dann nicht durchs Wasser gekonnt? Oh, da haben wir Blacks, Blacks. Ich merke nicht so viel von der ganzen Angriffserhöhung, wobei Aquaknarre natürlich auch, ihr wisst es, spezial ist. Zählt wohl bestimmt auch hier. In diesem Spiel. Tackle! 15. Doch, doch. Wurde erhöht. Alles klar. Anscheinend ist es halt wirklich so, dass auch hier physisch und spezial getrennt sind. Alles andere hätte mich auch irgendwie gewundert, ne? Ich will jetzt ernsthaft die Statussachen nicht... Oh Mann. Nicht zwingend erhöhen. Ach, der ist schon weg gewesen. Ha! Ah, sehr nice, sehr nice. Die Sache ist aber ein bisschen dämlich. Ich habe nämlich, wie gesagt, 60 Minuten, die Vorrelease zeigen darf, im Rahmen von Previews. Die sind fast aufgebraucht und ich kann hier nicht speichern. Naja denn, werden uns bald wiedersehen. Ich gehe einfach, es wird das Beste sein. Da muss ich halt wieder an die Stelle spielen. Wagen uns in U3 noch ein bisschen voran. Wobei es ja auch heißt, jedes Mal ist ein Dungeon anders. Oh, Geld, Geld, Geld. Pokédollar. Apfel. Tja, mir bleibt nichts anderes übrig. Ich kann leider nicht speichern. Das muss ich mir erst kaufen. Vom letzten Speicherpunkt aus werde ich mich wieder in Ebene 3 dieses Bereiches bewegen. Okay, das war's für den Moment. Wir sehen uns demnächst wieder. Ihr müsst nicht bis zum Release warten. Seid gespannt, was als nächstes passiert. Und ich erledige nochmal ganz kurz den Stinker hier, den Skunkapoo. Vierte Jam. Ah, Gift. Aber es macht auf jeden Fall einen guten Eindruck. Immer mal ein bisschen Story und dann durch die Dungeons kämpfen. Hat was. Mal was anderes.
Okay, ist der Daumen oben, werde ich euch loben. Level 7 und bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.